Herzlich willkommen zu Airless Tipps, dem Videoformat, in dem ihr eure Fragen stellt und wir beantworten das Ganze. Heute geht es um weite Düsen, also Düsen mit einem sehr, sehr breiten Strahl. Wir hatten eine Anfrage dazu von einem Kunden, der hat ein sehr, sehr großes Projekt und wollte wissen, wie weit oder wie groß die größten Düsen sind in der Strahlbreite, die es im Markt gibt, weil er die einsetzen wollte, um möglichst schnell, zügig und flächendeckend zu arbeiten. Es gibt sehr breite Düsen schon in der Standardauswahl, zum Beispiel bei den Wagner-Düsen, bei den gelben Traitor-3-Düsen oder auch bei den Graco-Rack-X-Düsen, den blauen. Da gibt es schon sehr, sehr breite Düsentypen mit einer Strahlbreite von 70, 80 oder sogar 90 Grad, also schon relativ breite Strahlbreiten. Es gibt aber auch Düsen, die besonders weit sind. Das sind zum Beispiel bei Wagner die White Finish Düsen. Die haben eine Strahlbreite von 120 Grad und auch bei Graco gibt es 120 Grad Düsen, also Düsen, also sehr, sehr weite Düsen. Die nennen sich Graco White Rack Tips. Und erzeugen damit einen sehr, sehr breiten Spritzstrahl. Bei 120 Grad, also sowohl bei den Wagner als auch bei diesen Graco-Düsen, die diese besonders weiten Strahlbreiten haben, kann man davon ausgehen, dass das ungefähr 60 cm Strahlbreite auf der Oberfläche sind, beim richtigen Abstand. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie der Unterschied aussieht. Wir haben mal vorbereitet eine Düse mit einem 20 Grad Winkel und eben so eine Weitwinkeldüse von Graco mit 120 Grad. Das zeige ich euch gleich hinter mir. Ich setze nur schnell die Maske auf und dann könnt ihr sehen, wie der Unterschied mal ist zwischen einer relativ schmalen Düse und eben diesen wirklich weiten Düsen. So, also ihr seht hier hinter mir mal den Unterschied zwischen einer relativ schmalen Düse mit 20 Grad und dann sogar 120 Grad. Also ihr seht einen deutlichen Unterschied, es ist viel, viel weiter. Wenn ihr sehr, sehr große Flächen habt, die ihr abarbeiten wollt, dann könnt ihr dort mit einem Winkel von 120 Grad deutlich schneller arbeiten, mehr Fläche mit jedem Zug, mit jedem Arbeitsgang abdecken und spritzen. Insofern hat das für viele Projekte durchaus Sinn, nicht für alle. Aber da komme ich gleich zu, vorneweg mal noch ein paar Infos, welche Bohrungsgrößen dann von diesen Weitwinkeldüsen verfügbar sind. Also wie gesagt, die Weitwinkeldüsen sowohl von Wagner als auch Graco 120 Grad Strahlbreite, aber sind verfügbar in verschiedenen Bohrungsgrößen, also dann die Lochgröße, die bestimmt, wie viel Material durchgeht. Von Wagner gibt es sie mit einer 19er Bohrung, also dann die 12-19, die 12-21, 23, die 12-27 und die 12-25 auch noch. Im 30er Bereich gibt es auch noch von Wagner dort eine Düse und ähnlich sieht es bei Graco aus. Da geht es los bei 12-21, also bei den blauen Graco White Rack Düsen. 12-21, 12-23, 25, 27, 29, 31 und so weiter. Geht hoch bis 39 sogar, also bis Düsengröße 12-39 bei Graco. Ich habe schon angesprochen, wie gesagt, große Projekte sind interessant. Ich würde es allerdings vor allem einsetzen für solche Sachen, vielleicht wie Parkhäuser, vielleicht Supermärkte, also sehr, sehr große Projekte. Und eine Sache ist zu berücksichtigen, ihr habt mit diesen Weitwinkeldüsen mit dem weiten Strahl mehr Overspray, also mehr Farbnebelbildung. Das solltet ihr unbedingt beachten. Liegt daran, an den Kanten trifft der Spritzstrahl spitzer auf die Oberfläche auf durch diesen weiten Spritzwinkel und dadurch gibt es eine höhere Farbnebelbildung. Zudem zeigt sich auch, dass man diese Düsen mit ein bisschen mehr Druck fahren muss, also den Druck ein bisschen höher nehmen muss, was auch wieder etwas für mehr Farbnebelbildung sorgt. Deshalb habt das im Hinterkopf, dass wenn ihr mit diesen Düsen arbeitet, zwar ihr mehr Fläche abdecken könnt, aber im Vergleich zu anderen Düsen etwas mehr Overspray und Farbnebelbildung erzeugt. Das solltet ihr berücksichtigen. Ein letzter Punkt noch als Tipp, die Auswahl der Bohrungsgröße ist sehr wichtig, denn umso breiter ihr die Strahlbreite nehmt, umso wichtiger ist es auch, dass ihr die Bohrungsgröße anpasst. Die Bohrungsgröße bestimmt, wie viel Material durchgeht. Und wenn ich jetzt bei einem relativ schmalen Spritzstrahl genauso viel Material durchkommen habe wie bei einem sehr breiten Spritzstrahl, dann habe ich das Problem, dass bei dem breiten Spritzstrahl sehr, sehr wenig Farbe auf dem Objekt ist und ich zwar einen weiten Strahl habe, aber unter Umständen nicht genug Material auf der Oberfläche. Deshalb achtet bitte darauf, umso breiter ihr den Strahl nehmt,
Umso größer sollte dann auch die Bohrungsgröße sein, damit ihr auch die richtige Materialmenge auf der Wand habt. Also zum Beispiel ein 60-Grad-Winkel, wenn wir jetzt zum Beispiel eine 621er Düse nehmen, dann ist das auf der Oberfläche ungefähr 30 cm Strahlbreite. Wenn wir im Vergleich dazu eine 1221er Düse nehmen, dann wären das ungefähr, also 120 Grad und damit etwa 60 cm Strahlbreite. Wenn ihr jetzt die gleiche Bohrungsgröße habt, dann heißt das auch die gleiche Menge an Material. Bei der 120-Grad-Winkel-Geschichte wird dann aber die gleiche Menge an Material auf die doppelte Fläche gespritzt, sodass ihr also nur halb so viel Material auf der Oberfläche habt. Klingt ein bisschen kompliziert, kurz gesagt, achtet einfach darauf, umso weiter der Strahl, also die Strahlbreite, umso größer müsste dann auch die Bohrungsgröße sein, damit ihr die gleiche Menge an Material auf dem Objekt habt. Ja, das ist wichtig zu beachten. Solltet ihr mehr Fragen dazu haben, hinterlasst uns einen Kommentar. Ihr könnt uns auch anrufen oder eine Mail schreiben. Wir beraten euch da gern. Ansonsten schaut auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die nennt sich Airless Farbspritzgeräte Tipps und Tricks. Da packe ich euch den Link hier gleich unter dem Video rein. Da wird viel zu solchen Themen auch diskutiert. Inzwischen gibt es weit über 1000 Mitglieder, sodass man sich da intensiv mit den Arbeitserfahrungen auch austauschen kann. Und ansonsten ist das inzwischen auch schon mehr als 20 Teile von der Videoserie Airless Tipps haben wir inzwischen schon. Das heißt, schaut da auch gerne mal in den Videokanal zu Airless Tipps rein. Und da diskutieren wir nicht nur Fragen zur Düsenweite, sondern auch zur Geräteauswahl, zu Schlauchpeitschen, zu allen Fragen rund um Spritztechnik. Dort könnt ihr auch Fragen stellen, die ihr habt, die wir dann auch gerne im Video beantworten. Soweit erstmal vielen Dank. Bis bald.